Ja, das ist ein bisschen schneller hier, als ich dachte, muss ich es gerade zugeben. Das dauert ein bisschen länger. Ansonsten habe ich keine Game. Doch, grob gesehen Fire Emblem Engage habe ich nie durchgespielt. Aber es interessiert mich auch nicht mehr. Es wäre noch möglich Octopath Traveler, aber das sind alles so Games, wo ich denke, die würde ich mir lieber angucken, als selber durchzuspielen. Sonst, also wenn man so will, dadurch, dass die Spiele mir nicht mehr wichtig sind, habe ich eigentlich keinen Pile of Shame mehr. Wenn sie mir wichtig wäre, wäre was anderes. Ist das die Arena, die du meintest, Woman? Ich glaube, ich sehe da gerade was. Dann können wir das ja mal zusammen machen jetzt. Weil du sagst, das sieht aus wie eine Arena mit ganz viel Hydranten. Das könnte die sein. Wobei ich die Hydranten gerade noch nicht erkenne. Aber das ist wieder nur eine Kampfarena. Das kann natürlich auch sein. Egal, rein da. Wie geil wieder geparkt ich das Teil habe da. Oh, lucky. Und wie gut mein Deutsch gerade war. Oh, da oben ist auch noch einer, wie gemein. Das ist nicht so eine Arena. Da ist nämlich noch ein ganz anderer Fleck. Siehe da. Aha, da gehen wir auch rein. Gehen wir aber erstmal dahin. Was ist denn in this da? Man kann da auch mal hinfliegen. Das einzige Game, was mir jetzt noch einfällt, was ich aber durchgespielt habe, aber noch auf Platin bringen will, und ich bringe nicht viele Spiele auf Platin, ich bin nicht so der Platin-Jäger bei PlayStation. Übrigens, wann mal Achievements bei der Nintendo Switch? Nintendo? Ich hätte gerne welche, danke. Ist Sonic Frontiers. Das haben wir durchgespielt, kurz bevor TOTK noch rauskam. Ah, ist wirklich nur eine Arena, okay. Und das werde ich gerne noch Platin machen. Außerdem ist vor kurzem ein Patch dazu rausgekommen, ein Update. Jetzt, welchen haben wir denn heute? Was habe ich gesagt? 25. Ne? Ich glaube, am 23. kam der raus. Okay. Ich habe viele Bomben. Nein. Ich wollte gerade sagen. Komm, mir ist es doch mal wieder passiert. Seht ihr? Wir haben darüber sogar auf dem letzten Stream geredet. Ich wollte eigentlich gerade die Bombe wieder zurücknehmen und das geht dann nicht. Die explodiert halt sofort. So, hier mache ich mal wieder ein bisschen die Weisen an, um mir das ein bisschen chilliger zu machen. Danke, Weise. Ich sitze dran. Hier sind die Weisen wirklich sehr gut beim Kämpfen, bei solchen Arenen. Da gefallen sie mir richtig gut. Beim normalen Spiel sind sie mir einfach zu sehr im Weg. Oh, wie geil der ausgewichen ist. Peter. Habe ich jetzt wirklich eigentlich eine Stärke von 100 auf der Waffe? Von 95 müsste ich haben. Kann man damit schießen? Treffe ich beide, wenn ich so schieße? Wir testen das gerade mal. Wow. Nee. Die eine Waffe behalten wir noch für einen neuen. Ja, also bei den Arenen sind die Weisen wirklich natürlich Gold wert. Auch die eine Arena mit den ganzen Leuen wird sehr gut sein mit den Weisen. Weil die... Ja, wobei ich weiß nicht genau, ob die Leuen vielleicht dadurch, dass sie immer die angreifen, eventuell auch manchmal so doof treffen. Also auf die angreifen, ich denke, sie treffen die und treffen dann irgendwie komischerweise auf irgendeine Art und Weise mich. Muss ich mal gucken, ob sie mir da von Vorteil sind oder eher vom Nachteil. Die Arena wird aber ein bisschen einfacher als die meisten anderen. Weil es gab schon ein paar einfache. Was passiert? Wobei, wir haben gleich noch ein paar Gegner, habe ich gesehen. Das ist gar nicht der letzte. Oh, geil, wieder ein paar schöne Items holen. Oh, der hat eine gute Waffe gehabt. Die nehme ich, die snack ich mir. Okay. Habe ich noch nicht fotografiert? Oh, das schon. Ich will die haben. Das kann ich denn wegschmeißen. Hier. Fang! Fang! So, was? Wie stark ist die? Okay, ist doch nicht so stark. Egal, ich mag die. Habe ich irgendwas Geiles zu werfen? Ja, das hier. Oh. Bumm. Ich bin begeistert. So, Leute, ich wirbel mal auch nicht durch hier.
Das bin ich. Perfekt. Das sind zwei Hand. Wie viel Schaden noch? Hä, wo kommen denn diese Blitze her? Ach so, sie hat das gemacht. Minero hat die Waffe noch, die ich mal angelegt habe. Und ich wundere mich nicht, warum mich das auch trifft. Der dagegen nichts machen kann. Der geil. Ah, die halten auch was aus, ne? Ich kann leider nicht nachgucken, wie viel Leben die haben. Endlich wieder prügeln. Meinst du jetzt die Arena gerade oder meinst du Frontiers? Weil ich gerade Frontiers erwähnt habe, Reese. Und ich weiß, du bist Fan von Sonic. Wobei ich weiß nicht, wie stark du Fan davon bist. Ob du nur die, ich nenne es mal 3D-Sonics meinst oder auch die 2D. Weil Sonic Superstars sah echt cool aus. Das werde ich mir kaufen. Das werde ich auch gerne im Stream durchspielen. Also einmal durchspielen reicht wohl. Hier kriegt man Santos Helm. Ah, okay. Ich meine, ich weiß die eine Arena, was man da kriegt, aber das hier wusste ich gar nicht. Das kannte ich überhaupt nicht. Ich mag die Arenen. Die sind eine nette Idee. Gefallen mir. Nachdem ich vorhin ein bisschen Kritik geäußert habe, muss ich auch ein paar Sachen sagen, die mir gefallen. Ne? Geht ja gar nicht. Wie kann der Mann bitte Zelda kritisieren? Bei Zelda ist alles perfekt. Da oben will ich hin. Ich muss einmal außen rum. Ja, okay, Yonobo. War nett mit dir, aber du kannst erstmal wieder ein bisschen Pause machen, ne? Später hast du wieder eine Schicht. Meinte die Arena, großer Sonic-Fan, beides. Werd jetzt Guide-Frau, weil du Woman geholfen hast. Könnt ihr mir denn sagen, wo das ist, was Woman meint? Mit den Geysieren? Ich sehe gerade, das Ding habe ich gar nicht geholt. Da ist hier sogar doch noch... Oh, ja, ich weiß ja, wo das ist, da gehen wir gleich noch hin. An der Missy. An der Missy? Da. Ah, hier. Okay, okay. Nichts sagen, okay? Wir gehen da gleich mal hin. Wir schauen uns das gleich mal ein bisschen an. Drei Stunden später. Aber was ist das jetzt hier unten? Ist das wieder ein Boss-Area? Oder war das mal Koga? Ne, hier war der nie. Nicht, dass ich wüsste. Könnte auch Jäger sein. Genau mit der Stimme. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wo ihr das Big Grown Sword findet, ne? Das Big Grown Sword gibt's genau hier. Haus der Knochen. Muss ich auch noch ein Video von machen. Entweder geht ihr von hier aus da lang, oder ihr springt einfach von oben rein. Aber ich sag euch, der Boden dort ist nicht so tief wie die anderen. Deshalb bin ich da nämlich auf den Boden geklatscht. Weil ich bin nach unten schnell nach unten gegangen und der Boden kam ein bisschen schneller unten an, als ich dachte. Ich bin nicht gestorben, weil ich eine Fee hatte. Jetzt fliege ich voll außen rum, sehe ich gerade. Aber ich bin, jetzt habe ich gerade ein bisschen Spaß zu fliegen. Das muss ich gerade mal zugeben. Sonst bin ich ja derjenige, der will das die meiste Zeit gar nicht. Jetzt habe ich gerade aber wirklich mal Spaß daran rumzufliegen. Vielleicht habe ich denen ein bisschen Unrecht getan, dass das Fliegen doch ganz cool sein kann. Aber ich muss auch sagen, ich nutze ja auch einen zweiten Account, wo ich auch alles abgesucht hatte und so. Und naja, jetzt mache ich das halt irgendwie im Endeffekt ein zweites Mal. Also ich mache alles gefühlt ein zweimal halt. Das ist auch immer so ganz angenehm. So, ich will auch gerne mal mit richtig schönen Start haben. Oh. Nein, keine Ausdauer mehr. Fällt er auseinander? Okay, dass er dann so schnell auseinanderfällt. Ein bisschen schneller besiegen hier, ne?
Das ist von Goma. Aber ist auch nicht der stärkste Gegner gewesen. Habe ich sonst nichts mehr zum Fusionieren? Habe ich noch irgendwelche schlechten Waffen? Das Ding ist aber, das sind immer... Ich mag das zwar, das sind aber alles Zweihänder. Die sind halt alle so langsam. Was brennt denn da gerade? Ach, das ist die Waffe selber, oder? Ich habe davon eh zwei. Ich glaube, ich mache halt den mal weg. Sind hier so Rückgänge? Was haben wir denn da? Das ist halt einfach ein Eisenprügeldingens gewesen. Aber den kann man nutzen vielleicht, um... So. Ah, der verbrennt gleich, ne? Shit, das war total useless. Na, wobei. Eigentlich immer unlogisch. Man steckt die Waffe weg. So zum Beispiel. Jetzt brennt die andere nicht mehr weg. Hä? Wieso nicht? Die ist doch trotzdem noch da. Voll unlogisch. Gaming Logic. Bin alles gelaufen. Ja, aber ich bin auch sehr viel gelaufen bei meinem zweiten Account. Ich meine, ihr habt es nicht gesehen, ich weiß. Beziehungsweise das heißt, ich laufe viel im zweiten. Von daher finde ich das für mich gerade okay. Also wo andere Leute das Spiel einmal spielen, habe ich es ja gefühlt dann schon zweimal durchgespielt. Naja, nicht so viel, ne? Ja, wobei doch, ich habe ja auf den Account auch schon keiner wie viel Schreine gemacht. Ich meine, alles, was ihr auf YouTube seht an Guides, habe ich da ja fertig gemacht schon. Alle Dungeons. Über 50 Schreine. Also mehr, aber manche waren ja Segenschreine oder irgendwelche Schreine, die nicht wichtig waren. So wie Tutorial-Schreine. Ja. Sagen wir mal, ich habe es anderthalb gespielt. Nicht zweimal, anderthalb. Ist jetzt in der feuerfesten Tasche die Waffe. Ah! Okay. Ich dachte wirklich, dass diese, dass ich die von... Ah, ne, man sieht, dass die nicht an ist. Man sieht den Unterschied. Warum ist noch eine? Da war ich noch nicht, oder was? Doch. Danach ist nur noch eine einzige Wurzel, oder sind zwei noch hier. Da hinten noch eine und da noch eine, glaube ich. Zumindest so aus. Bin auch immer verwirrt mit den Waffen. Mir fällt auch gerade da so ein bisschen ein, wegen der Tasche. Diese Taschen-Upgrades, die es früher gab, dass man mehr Dekonüsse und so mitnehmen kann. Das gibt's ja alles in diesem Spiel gar nicht mehr. Auch im vorigen Teil nicht. Hier gibt es ja nur diese normalen Taschen-Upgrades durch die Crocs. Was ich aber cool finde, ist ja auch, dass man so viele Sachen auf den Pfeil packen kann. Ich bin aber immer noch der Meinung, sie sollten das beim nächsten Mal eingrenzen. Dass man halt alles auf die Pfeile packen kann. Weiß ich nicht. Mehr so eingrenzen, was wirklich wichtig ist. Oder wie seht ihr das? So 20 Items reicht ja vollkommen aus, sind ja schon echt viele. Das sind ja keine Ahnung, wie viele Items hier. Ah, hier war ich schon mal. Doch, hier war ich schon mal. Okay, dann meinst du das hier. Aber das ist irgendwas? Ich dachte eigentlich, das ist nix. Oder gibt es hier eine Quest für und ich habe die nicht. Nur Kritik heute von dem Mann. Nicht ganz. Das paar Sachen, die ich gesagt habe, habe ich auch schon öfter erwähnt. Außerdem habe ich nicht nur Kritik geäußert. Ich habe eben auch was anderes noch gesagt. Ja. Ich habe eben auch positive Dinge gesagt. Du hörst wohl nur das Schlechte von mir. Und willst wahrscheinlich einen schlechten Tweet raushauen. So von wegen... Eigentlich ist er... Ethan eigentlich Fake-Zelda-Typer. Er mag Zelda überhaupt nicht. Er spielt es nur für die Klicks. Ja, ja, ja. So einer bist du nämlich. Ja, aber was soll denn hier sein? Ist das nicht einfach nur ein Gebiet? Warum soll denn hier irgendwas sein? Das sieht für mich irgendwie nach gar nichts aus. Er ist nur am Nörgeln und er stellt Chat nur die Hälfte zu. Wenn ich so viel nörgeln würde, dass ich das, dann würde ich das Spiel nicht spielen, Leute. Dann hätte ich nicht so gerne schon 100 Stunden reingesetzt. Aber ich bin auch jemand, der kritisiert halt auch schon sehr gut, ja. Ich merke aber auch viele, sie reden immer alles schön und das ist auch falsch. Suchthältig. Nee, das nicht. Ich bin zum Glück überhaupt nicht suchtanfällig. So gar nicht. Ich dachte, das wäre ein Rätsel. Das ist kein Rätsel. Nee, das ist einfach nur Optik hier.
Hier ist überhaupt nichts. Also nicht, dass ich wüsste. Wenn überhaupt, könnte hier eine Quest sein, die ich nicht habe. Vielleicht. Oh, Mike hat neuen Gleiterskin gewählt. Ich wollte das vorhin sogar noch ansagen, hab's vergessen. Welchen Skin möchten Sie haben, Mike? Oder willst du gleich mal eben kurz sehen? Habe ich schon alle mal einmal gemacht? Ja, dann brauche ich jetzt nicht nochmal gegen die kämpfen. Okay, dann hätten wir das fertig. Dann werden wir da oben gleich noch hingehen. Wir machen auch sofort dann das Labyrinth, damit wir die letzte Wurzel auch noch holen. Weil die ist beim Labyrinth. Und das Labyrinth ist im Wasser. Ich meine, das kennt man ja schon aus BOTW. So, wo haben wir denn noch eine Statue da? Ich will mal kurz zur Statue gehen, bevor ich es vergesse. Achso, ich müsste den Gleiterskin mal ändern, ne? Das wäre eine Idee. Wenn er mir... Außer er will erstmal gucken. Wenn ich mal irgendwann eine Seite finde, wo ihr alle Gleiterskins sehen könnt, das wäre ganz praktisch. Dann könnt ihr mir vorher gucken. Dann wächst. Gehen wir mal kurz runter zu den Guten. Nikolain darf sich was wünschen. Na gut, okay. Wenn du es gerne abgeben möchtest. Nico, dann entscheide. Oder, also warte, ich muss erst mal zeigen. Das ist schwer. Das Master-Sword schon wieder? Habe ich nicht. Mich stört das irgendwie, wenn ich nicht die ganze Zeit, wenn man mit so einer, wie gesagt, mit einer klobigen Waffe rumläuft. Das sieht immer so unpassend aus. Ich hätte mal gerne eine Einhand in der Hand beim Rumlaufen. Die Waffen sehen immer aus, als würden die voll in den Boden ragen. Seht ihr? Irgendwie mag ich das nicht. Parasäge 9, ja. So, okay, Neko, gucken Sie genau zu. Was möchten Sie haben? Bitte sag das hier. Ich will dich nicht beeinflussen. Aber sag das da. Was ich gerade sagte. Das mit dem Ei! So, das waren alle. Ich muss die anderen hier mal... Ich vergesse die Bilder immer zu machen. Aber ich weiß auch nicht, wo alle Sachen sind. Kakuda? Okay. Schatten. Hä, das haben wir doch gerade an. Du Nase. Das haben wir doch schon die ganze Zeit an. Da merkt man wieder, wie die zugucken, ne? Die achtet gar nicht darauf, was ich hier mache. Ja, so sind sie, die Zuschauer hier. Immer wollen, dass ich das hier streame und so, aber dann gar nicht gucken. Ja. Nimm das, was du wolltest. Gut, okay, wenn du das sagst, dass ich das nehmen soll, was ich will. Es sind ja eure Punkte, was ihr da auswählt, ne? Ist mir egal. Es sind eure Punkte, was ihr damit macht. Ist eure Entscheidung. So, das Link's Awakening-Ding, weil das so toll aussieht. Ich liebe es. Das ist einfach super. Dein. Zu spät, Reese. Wird entschieden. Und ihre Entscheidung war, ich soll entscheiden. Auch geil. Mike gibt die Punkte aus, schickt das an Neko weiter und Neko sagt, ich soll entscheiden. Ihr seid euch alle einig, dass ihr nicht einig seid, ja? Aber wie gesagt, das sind eure Punkte. Danach ist eure Sache, was ihr damit macht. Okay, dahin. Da. Wie ist denn das eigentlich so für euch, was TOTK betrifft? Gut, die Frage ist vielleicht ein bisschen komisch, weil ich glaube, die Leute, die das betrifft, sind gar nicht da. Aber fühlt ihr euch denn schon, was heißt schon, ist ja schon über einen Monat, übersättigt? Vom selber spielen oder von Streams oder sowas? Ich meine, ich streame es jetzt nicht mehr so häufig. Aber so im Großen und Ganzen haben die letzten Wochen ja echt viele gestreamt, ne? Ich kann mir vorstellen, dass man sehr schnell übersättigt dann sein könnte, wenn das halt jeder streamt.
Au. Wie mich das Ding getroffen hat, nice. Okay. Dann müsste das letzte ja da hinten sein. Man kann da aber mal hinfliegen, ob da irgendwas ist. Aber ich... Ich gehe mal von aus, dass... Weil die das Labyrinth ist ja auf fest... ist ja Ding... Ey, warte mal, da? Oh, dann sind es noch drei, oder was? Hau rein, Mike. Ich habe deine Wurzel übersehen, direkt unter Kakariko. Dann holen wir die gleich noch. Nur keine Setting. Okay. Okay. Alles klar. Ich glaube auch, dass die halt übersättigt sind, bin ich der Meinung, sind auch wahrscheinlich nicht hier, ne? Also die es halt gar nicht mehr gucken können, weil sie es letzter Zeit so viel gesehen haben, die sind da wahrscheinlich nicht mehr hier. Es gibt ja auch sehr, sehr viele, die gucken das halt gar nicht. Also die haben es ja woanders eher geguckt, bei anderen größeren Streamern oder so zum Beispiel. So. Ha! Ja gut, es ist klar, dass da noch eine ist, aber da kommt man ja nicht hin auf die Art und Weise. Da kommt man auf die Art und Weise einfach nicht hin. Ich weiß, wie man da hinkommt. Man könnte rübergleiten, aber ich habe einen Weg, das... Oh, ich weiß gar nicht. Vor ein paar Wochen mal bei Funk gesehen. Da musste ich natürlich schnell wieder abschalten, aber egal. Das meine ich bei dem Spiel. Egal, was man macht. Einer spielt mal kurz was anderes und spielt das Spiel auch, obwohl er erst angefangen hat und es macht irgendwas, was du nicht getan hast. Kannst gefühlt nirgendwo zugucken. Hä? Ich habe keine Wurzel verpasst. Unter Kakariko habe ich alles. Hier sehe ich gar nichts. Es gibt nie zu viel Zelda. Es gibt für mich immer zu viel bei allem. Ja, ich kann nicht. Ich kann halt nicht immer dasselbe spielen. Dasselbe machen. Für mich gibt es ein zu viel bei allem. Diablo zum Beispiel spiele ich auch schon gar nicht mehr. Ich kann das alles nicht so oft. So lange. Ein Stück. So, ich werde mal dahin. Ich guck nochmal. Nee, hier ist keine Wurzel. Hier habe ich nichts verpasst. Ja, Funk spielt immer recht langsam. Deshalb dachte ich ja auch, ich könnte da mal zugucken. Dann gucke ich da und ist er da ganz hinten und rennt in so eine Höhle durch. Wo ich auch denke, yes. Ich meine, ich finde das nicht schlimm, mich steuert sowas nicht so wirklich. Spoiler stören mich irgendwie mehr so bei anderen Dingen. Oder Rätsel-Spoiler. Es ist halt für mich kein Rätsel, es ist einfach nur abgucken. Guckst du halt, wo du langlaufen musst, fertig. Das stört mich überhaupt nicht. Aber es ist halt echt so bei diesem Spiel, egal was du machst, jemand macht irgendwie das, was du gerade nicht tust. Obwohl du gefühlt 50 Stunden mehr gespielt hast als er. Der spielt schon sehr langsam. Er spielt schon sehr, sehr langsam und trotzdem macht er irgendwas, was ich nicht gemacht hatte. Ich meine, ich spiele auch nicht gerade schnell. Lass mir auch Zeit. Guck dir das Set an, das sieht voll cool aus. Hat so ein bisschen was von Kilten minimal mit der Mütze. Ich mag das Set. Hätten wir jetzt noch die perfekte Waffe, ginge das, aber ich habe leider kein Item mehr dafür. Das Set ist cool. Einfach der Reaper. Okay. Dann werden wir mal... Da, wo du warst, bevor du nach Kakariko geportet bist. In Ateno meinst du? Hier? Ja, hier oben. Also hier oben ist klar. Hier oben bin ich ja auch am Machen. Hier sehe ich... Ich sehe, da oben ist noch irgendwas frei. Das sind ja nur so Dingensgebiete. Hier sind nur schwarze Gebiete. Da ist nichts. Das hier ist alles auch richtig. Nö, ich glaube, da hast du dich vertan. Ich glaube, dass das vielleicht irgendwas ist, was so ähnlich... Ah, nee, ach, das hier meinst du. Da. Stimmt. Das meinst du. Okay. Jetzt habe ich's. Hast du doch nicht vertan. Ja, ist aber auch richtig... Richtig mini da irgendwo hingepackt. Ich meine, diese blöden Wurzeln, die einfach nichts aufdecken, ne?
Oder ist das, warte mal, ist das vielleicht so mit den Wurzeln? Ich glaube, das ist sogar so. Die Wurzel deckt jetzt ja fast nichts auf. Was wäre, hätte ich diese Wurzel nicht gemacht und die als erstes gemacht? Hätte sie dann mehr aufgedeckt? Ja, oder? Ist das nicht immer angepasst, je nachdem, welche man als erstes macht? Kann ich mir bei solchen halt vorstellen. Ich glaube nämlich auch. Weil es komisch ist, das meine ich halt so mega gar nichts aufdecken. Andere voll viel immer daneben. Aber ich glaube, das haben sie extra gemacht, damit man sich da ein bisschen Licht kriegt, wenn man, je nachdem, welche man als erstes aktiviert. Nicht jeder aktiviert dieselbe als erstes. Ich glaube, nein, die haben ihre bestimmten Bereiche. Gut, ist es jetzt auch nicht so wichtig. Man könnte es zwar mal testen, aber jetzt ist es gerade schwierig. Meinst du die, Amigo, wo ich gerade hingehe? Ich schaue bei Tempeln weg und Schreien. Ja, ich habe ja auch... Also, ich spiele ja, wie gesagt, auf dem zweiten Account. Da habe ich ja auch schon fast alles fertig jetzt. Und ich habe ein paar Sachen, kriege ich immer mit. Das wisst ihr ja selber. Aber ich finde das auch überhaupt nicht. Also, mich stört das nicht. Bei so einem riesigen Spiel. Sonst darf ich halt gar nichts mehr im Internet machen. Noch eine kleinere. Oh, keine Ahnung. Ich habe schon viele geholt. Ich glaube nicht, dass die mir noch fehlt. Kleiner ging doch gar nicht mehr. Das war schon der kleinste Bereich. So, das weiß ich aber nicht habe. Es hier oben ist ja ein Schrein, weil hier ist ja eine Wurzel. Den Schrein habe ich nicht. Ja, dann wollen wir die letzte Wurzel mal holen. Du, moin. Aber ich sehe mit der Waffe irgendwie nicht passend aus. Die Waffe passt schon ein bisschen besser zu meinen... Ja, wobei, die ist auch wieder so extrem, dass sie so im Boden reinragt. Es gibt eine bessere Waffe. Habe ich aber leider nicht dabei. Es gibt auf jeden Fall einige schöne Sets. Das sieht irgendwie geil aus. Moment, bin ich richtig? Ja. Oh, der Wind. Der Wind haut mich voll weg. Tulin, kämpf gegen an. Da ist noch eine Monsterhorde, die ich immer noch mal machen muss. Will. Ja. Links Awakening Segel. Gleiterskin. Okay. It's Shrine Time. Das ist, wisst ihr, was das ist? World Premiere. Voll die Weltpremiere, ein Schrein hier. Hier da oben ist halt auch noch einer, da kommt man aber, denke, nicht rein. So einfach. Wenn ja, hätte man auch einfach rübergleiten können. Aber ich kenne ja die Höhle. Ich kenne die Höhle, ja. Ein bisschen was, aber nicht viel. Was danach ist, wenn man da wieder hochkommt. Das, bis dann werde ich noch sagen, was ich kenne. Aber dann weiß ich nichts mehr. Auftrieb. Wie, zum Glück. Wisst ihr, was wichtig ist? Ich weiß die ganzen Schreine nicht. Überhaupt kein einzelnes. Finde ich voll nice. Yay. Bringt nix. Aber was genau? Ja. Kaputt machen. Ich verstehe den Sinn davon jetzt gerade nicht so, was mir das bringen sollte. Das war nicht das, wie man es macht normalerweise wahrscheinlich. Aber das Abschießen glaube ich auch noch nicht. Er hängt nämlich da dran. Ja, das Ding vielleicht selber runterdrücken können beim Band. Ja, wir gucken gleich nochmal, weil ich will es gerne wissen. Machen wir es erstmal weiter.
Weil das Ding würde mich nach hinten hauen, oder nicht? Was soll ich mir das vorstellen gerade? Hallo? Spiel. Ja, Spiel. Dankeschön. Wow! Ich weiß nicht, ob das so... Keine Ahnung. Es haut mich zwar sehr hoch, aber irgendwie völlig die falsche Richtung. Wo haben wir denn hier? Da ist eine Truhe, okay. Man braucht sogar Pfeile in diesem Ding hier. Ohne Pfeile kannst du an diese Truhe gar nicht ran. Weil jetzt kann ich sie nicht holen, weil sie unter Wasser ist, ne? Hä? Mhm. Muss ich denn da rüberhauen? Die Platte, oder? Ich glaube, ich brauche die Platte da drüben. Ja. Irgendwie ist das voll Banane, wie das Ganze da rumfliegt. Aber ich find's geil. Also irgendwie verstehe ich den weniger, als wie man das alles... Also... Ja, was heißt, wie man es machen soll? Ihr wisst, was ich meine. Wie der Entwickler sich das erst beim ersten Mal gedacht hat, als bei den anderen Schreinen, die man vorher hat. Aber der war auch wesentlich... Lara, hier ist irgendwie alles, ich weiß nicht, voll Wirrwarr für mich. Ich verstehe überhaupt nicht gerade, wie ich die Platte darüber kriegen soll. Hä? So gar nicht. Ich könnte höchstens wieder so machen. Den da runter so hinpacken, dass er den da runter rüber zischt und dann schwimme ich rüber und gut ist. Da gibt es auf jeden Fall noch bessere Lösungen für. Ja, der fliegt immer nur gerade hoch. Vor allem komme ich an die Truhe nicht ran. Da komme ich von hier aus da ran. Sehe nichts. Hallo, Kamera, bitte. Nee. Also den Schrein verstehe ich gerade mal so überhaupt nicht. Was sie sich dabei so denken, wie man das machen soll. Jetzt hängen die Dinger auch da irgendwie blöd rum. Komme ich da gar nicht mehr ran. Toll, kann ich mal von vorne machen. Das war einer der ersten Schreine. Ich habe absolut keine Ahnung. Also, ich weiß nicht warum, aber der kommt mir so mega komisch vor. Ich will mal ein anderes Set anhaben. Aber endlich mal wieder ein Schrein, wo ich nicht einfach durchrenne. Ist auch mal schön. Die letzten Schreine bin ich immer durchgerannt. Zum Beispiel das hier. Was soll das hier sein? Kann man das runterziehen? Nein. Wofür soll das? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Es bringt mir ja nicht mehr was, wenn ich da irgendwas mit dem Ball mache. Ich verstehe schon. Auftrieb. Ja, das habe ich schon begriffen. Kannst auch nichts. Hier, zack. Nu. Geht auch nicht kaputt. Aber eigentlich machen die das immer so, dass man keine Pfeile benutzen müsste jetzt, weil ich keine Pfeile gekriegt habe vorher. Deshalb bin ich so verwundert. Also begreife ich gerade überhaupt nicht, was die von mir wollen. Ne. Ah, warte mal, so. Kann man jetzt runterziehen? Ne, das Band bleibt dabei. Erwarten die wirklich, dass man Pfeile hat, wenn man hier hingeht? Geht nicht mal. Guck mal gerade nur den normalen Weg an. Normalerweise erwarten die ja nicht, dass man Pfeile hat. Dachte ich zumindest.
Es muss einfachere Wege geben. Das sieht sehr experimentell gerade aus. Das sah nicht aus, wie es sein soll. Also zumindest sieht es nach einem sehr komplizierten Weg aus. Das meine ich. Genau wie das hier. Ich baller mich doch... Oder geht das... Hört halt einfach nicht auf, ne? Das Ding flippt halt irgendwie von alleine hoch, obwohl ich noch nicht mal was mache. Ach, warte mal. Ich bin so blöd. Ranhängen. Oh. Und dann da hochspringen. Ja. Okay, das war so gedacht. Aber das erste weiß ich noch nicht. Und das kapiere ich auch noch nicht. Soweit? Ja. Okay, ruf mich zum Beispiel an die Truhe. Aber wie kriege ich die Dinger gleich rüber? Ja, jetzt könnte ich da einen Ventilator ransetzen und fährt das Ding rüber, ne? Und die schmeiße ich wieder weg. Was ist denn da denn an der Wand? So ein kleiner Ohrenkneif oder so. Was ist immer so scheiß Viecher hier reinkrabbeln? Boah, das war lange nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch so ein bisschen die Lösung davon? Ich hatte wegen dem Auftrieb halt was anderes gedacht. Wie er da rumdreht. Hä? Die Bälle wiegen doch nichts, oder? Die Truhe am besten noch aufpacken für mehr Gewicht. Oder soll ich mich da auch noch aufstellen? Mann, mach das weg. Was ist denn hier? Das ist ein Fehler. Das ist der erste Schrein heute. Und der ist nicht so easy für mich wie die anderen, die ich sonst immer mache. Das geht nicht runter. Hä? Ich dachte, ach so, okay, ich habe die ja nicht draufgelegt. Heißt das der? Warte mal, Moment mal. Jetzt ist der, bleibt der eh und das Brett musste da gar nicht. Der Ball ist schwerer als das Brett? Deshalb fliegen die auch im Wasser so hoch, ja? Ich dachte, der Sinn ist gewesen, dass das Brett darüber muss. Das Brett war da nur für die Truhe gedacht, oder was? Zum Rüberfahren vielleicht. Na gut. Weird. Boja Hype, ich möchte keine Hilfe haben bei Dingens. Da müssen Mods auch mal ein bisschen aufpassen, ne? Ich habe zwar den Chat extra ausgemacht, aber ich will keine Hilfe. Genau das habe ich den Chat immer weggeblendet, damit ich, falls mein Mod nicht da ist, ich das nicht lese. So, hier ist die Höhle.
Die meinte ich. Ich renne jetzt immer schnell durch. Man sieht auch, dass man unter Wasser läuft. Also unter Wasser durchläuft. Ne, da nicht. Anscheinend. Oder war das doch der richtige Weg? Der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man hier lang kann. Ist ich hier hin? Oh, doch, hier geht's weiter. Sieh mal einer guck. Oh, der Schaden ist ein bisschen geringer, als ich dachte. So, Moment. Wir können mal die ganzen Weisen anmachen. Ich meine, ich habe jetzt einen echten schlechten Start gemacht hier gerade. Aber egal. Ich mache die Weisen an, dass die ein bisschen für mich fighten können. Renn mal ein bisschen weg erstmal. Bevor er seine Arschbombe macht. Nein, ihr sollt angreifen! Warum rennt ihr mir denn hinterher? Greift ihn an! Danke. Nutzen wir sie auch mal. Das bringt gar nichts gegen ihn. Schade. Ja, wenn wir den Schaden halt von allen auch updaten, dann wäre natürlich der Damage echt gar nicht schlecht gegen die. Ah, danke schön, Minero. Das ist das Gute. Dass Minero die Blitzwaffe hat. Sie setzt es zwar nicht so oft ein, aber ein bisschen. Boah, er hat ganz viele Königssachen gehabt. Der hat sogar was gedroppt, was ich noch nicht hatte. Auch interessant. Kommt auch nicht mehr so oft vor im Spiel, ne? Noch irgendwas wegwerfen? Wenn ich was Neues ranhängen kann. Habe ich noch einen schlechten Bogen dabei? Ja, geht langsam kaputt. Ich mag die Waldsachen zwar, aber irgendwann gehen die halt kaputt. Kennt ihr diesen Ort hier noch vom BOTW? Hier gab es das Teleportmedaillon. Yay! Richtig schlechter Kram. Ich glaube auch, das ist nicht der normale. Kann man noch woanders hier hin oder? Oh. Na, da kommen wir leider nicht hin. Ich denke mal, das ist das, was wir da aufmachen, wenn wir oben sind. Ist hier sonst noch irgendwas? Lass mich Ruhe. Das Krasse ist, dass die Miasma-Sachen komplett das ganze gelbe Herz wegnehmen, ne? Ich glaube, es bringt gar nichts, da unten lang zu gehen. Was habe ich davon gehabt? Ich hätte auch einfach hingleiten können. Bin ich hier. Toll, ich hätte auch einfach. Dann hätte ich auch rübergleiten können. Jetzt weiß ich nämlich den Weg gar nicht. Das war ja gar nicht so klug, was ich gemacht habe. Oder ist hier alles voller Wasser? Na doch, man kann hier laufen. Ja, war überhaupt nicht schlau. Weil da unten kommt man ja später so oder so hin. Klar, so kommt man auch hier rüber. Ich hätte auch einfach von da oben aus hier runtergleiten, dann wäre ich auch schon da. Weil hier zu starten ist eigentlich sinnvoller, da hier, genau wie das mit dem Tagebuch ist, es ist immer derselbe Ablauf mit den drei Labyrinthen, ne? Man rennt halt den Kram hinterher und gut ist. Musste mich jetzt wieder diesen Nüssen hinterher rennen. In dem Fall Eicheln. Den richtigen Weg zu finden. Ich glaube sogar, dass die Labyrinthe sind in dem Spiel einfacher dadurch gestaltet als vorher. Weil du halt eben die Wege schon vorgegeben bekommst. Wobei jetzt sehe ich sogar gar nicht, wo die nächste Eiche ist. Aber trotzdem hast du halt ein bisschen Hilfe.
Wahrscheinlich geht es auch nicht nur um die Eichel, sondern um diese Holzdinger. Aber dann war ich ja schon richtig. Die Miasma-Dinger so eklig, die Hände. Ja, ich renne auch eher davon weg, weil ich habe keine Lust, gegen die zu fighten. Aber hier können keine Holzdinger mehr sein. Okay, vielleicht lag ich auch falsch, weil hier ist nichts. Ach doch, hier ist einer. Okay, dann lesen wir lieber mal durch, ob das mir irgendwie hilft. Jeder Schritt hier will gut überlegt sein, denn überall lautet Miasma, das schon bei der geringsten Kontakte, bla bla. Na gut, dass Tauro zurückgekehrt ist. Miasma, aha. Okay, das ist jetzt nichts Spannendes, weil das kennen wir alles schon. Also nichts, was mir weiterhilft. Dann gehe ich mal von aus, müssen wir hier lang. Es gibt bestimmt immer auch ein paar einfache Wege von oben oder so. Kommt man da durch? Ja. Kann ich von der anderen Seite gerade? Nee. Das ist was anderes. Ja. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass der so gesehen da war und immer den Weg markiert hat. Wenn man die Dinger mal einsammeln sollte, ich glaube, man könnte sie... Also die werden wieder respawnen durch den Blutmond. Gehe ich mal von aus. Oh, Moment mal. Jetzt zeigt er hier hin. Ist es jetzt hier lang oder? Oh, nee. Ja, aber die Hände aus OOT sind ja ganz andere Hände. Die fallen ja einfach nur von oben runter. Es ist ja nur eine Hand. Ich wusste auch gar nicht, welche haben die Schattenhände genannt? Welche Miasma? Ich habe die immer Miasma-Hände und habe das Gefühl, welche... Sag mal, die heißen Schattenhände. Richtigen Namen habe ich, glaube ich, nirgendwo lesen können. Miasma-Hände fand ich auch sehr passend. Okay, das scheint noch richtig zu sein, oder? Naja, hier ist ein Floß und da sind die nächsten Nüsse. Kann man... Hörensauger sind was anderes. Ja, du, das ist aber in dem Fall schlecht. Das weiß man halt einfach schon seit dem ersten... Seit dem ersten Labyrinth. Die Labyrinthe haben immer denselben Aufbau halt. Der packt da ein paar Sachen hin, du folgst den Kram. Danach bist du oben, dann fliegst du rum und am Ende im Untergrund musst du nur was besiegen und fertig. Das ist immer derselbe Ablauf. Vogelnüsse sind das übrigens. Ich merke aber gerade, wenn man den richtigen Eingang weiß und irgendwie nach oben kommt, wenn ich irgendwie eben gerade vielleicht von unten perfekt nach oben gelangen würde, hätte ich alles abkürzen können, ne? Wenn du dann einmal... Ja gut, du musst nur wissen, wo der richtige Eingang ist. Das Gefühl, ich laufe hier gerade im Kreis, weil ich komme jetzt da wieder an einer anderen Stelle raus, oder nicht? Bin einmal im Kreis gelaufen. Okay, ist doch schwerer, als ich dachte. Weil ich laufe jetzt irgendwie im Kreis und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hä? Ich sollte vielleicht die erste Nachricht doch mal besser lesen. Weil ich habe, glaube ich, keine Ahnung, was diese Floßdinger auf sich haben. Ich dachte nämlich gerade, ich soll dem Floßkram folgen, weil ich keine Nüsse da erstmal gesehen habe. Aber die Nüsse zeigen... Ach, die gehen hier lang. Guck mal, ich glaube, ich bin genau... Ich bin halt woanders lang gegangen als erstes. Da müssen wir mal gucken, was die Floßdinger zeigen. Bin ich ein bisschen falsch gelaufen, ne? Nach zwei Tagen haben wir diese einsame Insel erreicht, doch unsere Erschöpfung überschattet die Freude erheblich. Einem ungemacht zum Trotz ist Tauro dennoch gelungen, die Steintafel im Eingang der Sonne zu retten, ne? Dem, der die Ringdrachen, bla bla bla. Wer hat dieser Text neu erlesen? Leider musste ich mich daraufhin von ihm verabschieden, hm? Ich hoffe, genug Eicheln und Nüsse dabei zu haben und den Weg markieren und später zurückzufinden. Ich mag auf mich allein gestellt sein, aber ich werde die Erkundung und damit auch Taurus Werk erfolgreich zu Ende bringen. Das heißt, eigentlich musste ich hier lang, dann da lang und dann ist hier die nächste Nuss gewesen. Ich bin nicht komplett andersrum gegangen. Das bedeutet aber, den Weg, den ich da hinten gegangen bin, war schon richtig. Also kann ich das ja abkürzen eben. Muss ich jetzt ja nicht nochmal einmal alles komplett da durchlaufen. Weil ich habe da ja auch wieder eine Nuss gesehen. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache in dem Video, wenn ich das den Leuten als Guide mache. Grob gesehen kann man ja auch einfach von oben irgendwo reinspringen und ist dann perfekt.
genau da, wo man hin muss. Hm, aber ich zeige den Leuten immer gerne den richtigen Weg. So, genau, hier ist nämlich auch eine. Da bin ich wieder nur zurückgelaufen. Dann war ich hier schon richtig. Wo geht's denn dann hier weiter? Ah, hier, sieh an. Wenn das jetzt schon der Weg zum Schrein ist und ich bin schon da, dann zeige ich dabei den Weg im Video. Weil der Weg ist ja viel schneller, als zeige ich den Leuten den ganzen Weg. Das wäre ja totaler Quatsch. Ich weiß, Marci, was man machen muss. Aber ich bin eben ganz anders gelaufen und bin genau rückwärts gelaufen, die Nüsse entlang. Weil ich woanders hingegangen bin. Ja, guck mal, der Weg ist aber... Ja, den Weg zeige ich definitiv so im Video. Als laufe ich da einmal außen rum, wenn man das auch so machen kann. Ja, das kann man gut zeigen. Perfekt. Weil ansonsten, man könnte natürlich auch sagen, hey, spring doch einfach von oben runter. Perfekt, wo du runterspringen musst. Hm. Der Weg ist ein bisschen angenehmer zu zeigen, finde ich. Weil nicht jeder kommt da oben rauf. Irland Prophezeiung. Abgeschließt. Oh, warte mal. Jetzt bin ich ja wieder hier. Moment mal eben, das ist jetzt irgendwie falsch. Oh, guck mal. Die Dinger sind kaputt gegangen, als ich da hochgegangen bin. Hehe. Ich weiß zwar nicht, warum sowas manchmal passiert. Das habe ich schon bei anderen gesehen. Dass plötzlich bei ihnen solchen Dingern kaputt gegangen sind. Ich weiß nicht, warum das passiert. Gazelle, moin. Bin ich wieder hier. Ja, aber hier, da ist doch noch irgendwo, da ist doch noch ein Schrein. Den habe ich jetzt komplett, irgendwie bin ich da gar nicht hingelaufen. Ich bin zum Schrein. Jetzt ziehen wir auch nochmal eine neue Rüstung an. Wir sehen immer dieselbe Rüstung. Ne? Wir ziehen die neue an, die wir heute geholt haben. Wo ist sie denn? Da ist sie doch. Das Sonanium, Sonanium, Sonanium. Schön. Ja, Sparta, habe ich gesagt. Azteken kann gut, kann besser passen, ja. Kenne mich mit Azteken jetzt nicht so gut aus. Müsste ich mir mal im Internet nachgucken. Einzige Aztekenmäßige, was ich kenne, ist bei Counter-Strike gewesen. Die Map. Die Aztec. Ah, warte mal. Ich glaube, das ist der Weg zum Schrein. So ein bisschen Rauru-mäßig wieder, ne, was man da angelegt hat. Auch so viele Masken dran. Ich meine, im Endeffekt ist ja das einzige, das richtige Rauru-Set ist ja das andere, was ich habe. Mit den langen Haaren. Dieses Son Goku-Ding, zumindest wenn ich es gelb mache. Das ist ja eher das Rauru-Set. Zumindest sieht es von den Haaren so aus, weil er auch so lange Haare hat. Ah, nee, hier ist so eine Waffe. Okay. Mmh. Droppen wir mal das. Ich glaube, das ist besser, oder? Nee, es ist ein 10er. Okay, das ist doch besser. Ich dachte gerade, das wäre doch besser. Ups. Nee, dann war das nur ein Item. Na gut. Die Hände sind neu im Wächter für mich. Ich finde die Wächter... Da ist der Schrein. Warum, was habe ich denn da gemacht? Warum springe ich denn da runter? Ich bin... Oh! Hier ist ja doch jetzt... Weißt du, ich laufe nochmal einmal rum. Ich hätte hier auch... Ja gut, okay. Ist aber recht weiter hoch. Egal. Warum bin ich denn da runtergesprungen? Ich plepp. Warum bin ich denn da runtergejumpt, wenn hier der Schrein ist? Ist der blöd, der Typ. Mann, ist das ein Hörni. Jetzt müssen wir gleich auch noch mal nach oben. Nach oben muss man halt immer erstmal hinkommen. Mir fehlt eine Wurzel. Stimmt, da kommen wir ja gleich erst hin. Die letzte Wurzel müsste hier unter sein. Wo wir erst hinkommen, wenn wir oben waren. Und dann oben, unten ist ja eh nur ein Boss. Ich mag die Labyrinthe sehr. Sie haben... Ich fand es auch geil beim ersten Mal, als mir aufgefallen ist, dass ein Labyrinth unten in der Oberfläche ist. Dann musst du nach oben im Himmel und dann geht's nach unten in den Untergrund, wo noch ein Labyrinth ist. Nur das Labyrinth unten ist einfach nur ein Kampf.
Na, ist ja größtenteils. Okay, du suchst auch ein bisschen den Weg und dann kämpfst du. Man ist der Typ ein Pleb. Als ich verstanden habe, wie sie funktionieren, waren sie plötzlich ganz einfach. Die Labyrinthe, ja. Dieser Tanz, den du da gezeigt hast, Tavi, das erinnert mich gerade an Nesco aus Demon Slayer. Gibt so ein GIF, wo die auch so tanzt. Ich glaube von hier. Komme ich von hier aus vielleicht sogar gerade hoch? Reicht das aus? Wie das aussieht von hier aus. Oh, da unten ist. Ja, wahrscheinlich wieder Wind von unten, ne? Wenn ich jetzt gerade hochfliege, komme ich da? Was ist denn hier? Ja, hier ist normalerweise aber auch eine Luke. Die ist eigentlich auch zu. Das heißt, man kann nicht einfach abkürzen von hier aus. Nicht, dass ich wüsste. Mal gucken, komme ich hoch genug? Ne, wir machen es mal auf Tavi Art. Wir machen es mal auf Tavi Art. Mir geht's gut, wie immer. Wobei, jetzt habe ich die Sachen schon gemacht. Es gibt noch 3 Wurzeln. Was habe ich denn jetzt gemacht? Falsch rum? Oh ja, aussehen falsch rum. Ich wollte eigentlich erst auf Tavi Art machen, aber jetzt hatte ich das schon so gebaut. Ja, mittlerweile habe ich so viel Batterie, aber es dauert auch way by. Das geht echt hoch, ne? Ich glaube, das mit dem Luftballon wäre besser gewesen. Ah ja, aber warum hört man da nicht nichts mehr? Das Spiel ist leise. Was noch fehlt? Oh, wie viel Prozent haben wir denn? 54%. Es fehlen halt noch ein paar Schreine. Die Wurzeln haben wir bald alle fertig. Und sonst halt ganz viele Sidequests und Schreinquests und Boss-World-Bosse und so und Crocs vor allen Dingen. Ne? Story ist halt. Ja, die Story ist halt schon länger durch. Warum ist das Spiel gerade so... Ich höre gar nichts vom Game mehr, irgendwie. Aber da... jetzt wieder. So leise. Okay, wir kommen locker. Also wir haben halt echt mittlerweile genug Batterie. Dass man halt die Batterie noch weiter kriegt, ist ja schon fast Quatsch. So viel brauchst du jetzt auch nicht. Haben sie aber extra so eingebaut. Ah, hier gleitet man ein bisschen schneller. Ist schön. So, wenn wir oben. Hui. Mogisari-Schrein. Hier sieht man es ja auch wieder. Wie viel haben wir denn jetzt? 115, 170. Ich habe mehr Wurzeln als Schreine. Auf einmal so, ne? Sonst war es anders. Achso, das ist wieder so ein Schrein. Übermut zum Sprung. Okay, wieder ein normaler Schrein. Das sieht aber geil aus, jetzt schon mal. Sehr interesting. Ist hier irgendwo noch eine Truhe? Nee, aber ich glaube, ich muss einfach nur rüberfahren. Okay, das ist geil. Gefällt mir jetzt schon. Ich sehe das ja. Okay, das sieht ja mega aus. Yay! Dann muss ich da gleich noch so schön langsliden. Die Frage, wo ich genau langfahren soll, wegen dem Laser da. Halt mal. Da überall Stacheln und so. Geht das trotzdem? Fahr da lang, wo der Laser ist. Stimmt, muss man genau da lang. Weil der kann mir ja nichts tun, solange ich auf dem Ding hier bin. Wo ist denn die Truhe? Die ist bestimmt da drinne. GTA in Zelda. Nein, nicht schießen. Wir haben nicht Elektroschüsse und wir sind auf einer Stahlplatte. Da ist die Truhe wirklich.
Wow, wie weit ich geflogen bin. Ich wäre fast runtergefallen. So, da ist jetzt das krasseste Item ever drin. Massiv. Hm, was können wir denn wegpacken? Ich pack das weg. Ich weiß, die anderen sind stärker, aber ich will die behalten. Ich finde die von der Optik her schön. Das waren alle. Ja, das waren alle. Whee! Ah, jetzt haben wir endlich mal Mario Kart 9. Mit Moon Physics. Boah, das wäre eigentlich voll die gute Idee für Mario Kart. Oh, warte. Darüber zu kommen, habe ich das Gefühl. Wir brauchen Raketen. Ich meine, ich könnte auch einfach rüberspringen und so, ich weiß. Aber nein. Ich will das nicht so machen. Das wäre ja langweilig. Ja, genau, die Rakete so rum. Das ist immer gut. Hast du gut gemacht. Ja, Streamer. Ein sehr schlauer Mann. Nein! Dieser Sprung kann auch manchmal nervig sein, wie weit er mal jumpt. Yeah, es klappt trotzdem. Ich dachte schon, ich verkack's jetzt dadurch. Bumm. Hui. Okay, der Schrein, der war ja mal super geil. Der war geil. Wie viele Stunden ich zocke? Das Game hier, mittlerweile so 4 bis 5. Vorher halt immer so 7 bis 8 in der Woche vielleicht. Ja, doch. Ich mache die Dinge auch immer falsch rum. Der Unterschied ist nur, mir fällt es nicht auf. Ich glaube, das passiert immer mal. Ich habe das auch vorhin schon mit den Dingens falsch rum gehabt. Mit den Ventilatoren. Und ich hatte es falsch mit den Rädern ab und zu auch mal. Aber irgendwann habe ich angefangen, da mehr drauf zu achten, weil es mir halt mal passiert ist. Du, der dieses Labyrinth des Himmels betreten hast. Dieser Ort wird ganz toll sein. Viel Spaß. Meine Lernkurve ist konstant. Und wie klappt das mit der Schule und so? Im Studium? Also gut, alles klar. Ja, okay. Auch dieser Kram ist wieder genau wie beim letzten Mal. Einfach Wind von unten und muss halt da durchfliegen und die Dinger. Ja, okay. Sprech, Eddie. War ja ihre Aussage, nicht meine. Erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Das zu zeigen ist natürlich in dem Video echt schlecht, finde ich. Diese Stelle hier. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Auf jeden Fall nicht nach unten. So viel ist klar. Müssen die das nicht immer anzeigen, die Dinger hier? Beim ersten, den ich gemacht habe, auf jeden Fall ein bisschen einfacher zu erkennen. Hier weiß ich es gerade noch. Ich muss erst mal einsehen, damit ich mir verstehe, worauf ich achten muss. Nee, es ist falsch. Ich hab's aber aktiviert. War das diesmal nicht so mit? Ich habe natürlich jetzt nicht gelesen, ne? Da ist das ja auch diesmal gar nicht so wie beim letzten Mal. Vielleicht muss ich gar nicht wieder 4 Dinger treffen, sondern den richtigen Weg nur finden. Weil sonst hätte ich ja schon einen gesehen. Ich glaube, das ist diesmal anders. Wie sieht's denn hier aus? Ja. Ach so.
Ja, gut, das kann sein, dass ich das diesmal, dass es, okay, dass es diesmal anders ist. Wenn ich mal drauf achten, was da steht. Ich dachte, das wäre genau wie der erste, den ich gemacht habe. Dass ich da 4 Punkte finden muss. Aber es sieht bislang nicht danach aus. Sieht bislang irgendwie nur aus, dass ich den richtigen Weg finden muss. Ohne Hinweise alles? Glaube ich nicht. Ich glaube, das Spiel gibt mir schon noch irgendwie Hinweise. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich würde ja gerne mal nach oben kommen. Dann kann ich von da aus oben mal gucken. Ach so, doch. Doch, Punkte. Ich habe das gar nicht gesehen. Ach, jetzt wird's, hier wird es auch angezeigt, wo die sind. Oh, ja, schön zu wissen. Okay, verstehe. Die sind also doch unterschiedlich aufgebaut. Ja gut, hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt 1 zu 1 dasselbe wäre. Also, ja, du musst wieder 4 Punkte holen. Du hast wieder diesen Wind von unten. Der grobe Aufbau ist immer gleich. Aber die Punkte sind mal woanders. Natürlich. Jetzt kriege ich irgendwie kaum noch Aufwind. Das stört mich gerade. Muss mal ein bisschen von unten runter und dann zwisch nach oben. Ich weiß halt gar nicht, wo ich hin soll, ey. Wo haben wir die Punkte denn? Einer ist da. Mach mal selber die Punkte einfach eben hin. Sonst muss ich da mal rüber gucken. Einer ist hier hinten in der Ecke. Okay, das kann man sich auch merken. Man sieht es auch ein bisschen an der Plattform. Einer ist da, glaube ich. Diesmal auf jeden Fall schwerer. Der erste fand ich einfacher. Das zu sehen, wie man da durchkommt. Das hier sieht wesentlich komplizierter aus. Vor allem verstehe ich diese auf der Karte diese verschiedenen Farben dann nie so richtig, was das darstellen soll. Ja gut, vielleicht ist ja über mir eine Ebene oder unter mir, ne? Der Weg gerade hier, der wird da gezeigt. Aber ist das andere, da war das dunklere, weiß ich nicht. Wobei, wenn die Dinger in der Nähe sind, glaube ich, ist auch immer einer in der Nähe. Diese Teile da. Ja, vielleicht doch nicht so kompliziert. Aktiviere die Quest, dann siehst du die Punkte auch. Ach, deshalb habe ich die Punkte letztes Mal gesehen. Ah, okay. Weil beim ersten Mal hatte ich die Punkte nämlich auch alle aktiv. Und ich habe mich gewundert, warum. Hä, ich hätte die Quest auch noch aktiv gehabt. Okay. Eigentlich logisch. Hier geht es noch hier weiter. Ich glaube, ich verstehe auch mittlerweile, wie ich... Ja, wobei, hier ist wieder so ein Ding. Ja, das heißt doch nicht mal, dass da in der Nähe was ist. Ich habe mir die Quest gerettet. Ja, ich habe es ja markiert. Also es ist jetzt Jacke wie Hose gewesen, ob ich das jetzt da mache oder... Komm auf selber raus, ne? Nur sieht man es jetzt halt ein bisschen besser. Aber ich beim ersten Labyrinth weiß ich noch ganz genau, habe ich das angehabt. Deshalb war ich so verwundert, dass ich das hier nicht sehe. Ich gucke gar nicht mehr auf den Charakter, ich gucke einfach nur auf die Map. Außer bei solchen Sachen. Das ist gar nicht so einfach jetzt.
Man sieht auf der Map das Ding, aber ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Darum? Oh. Unten, oben, lang. Hm. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Man sieht halt. Wobei, da ist so ein kleiner Weg. Aber da war ich doch gerade eben. Warum komme ich denn da nicht lang? Hier geht's auch. Da muss es lang gehen. Ich habe irgendwas übersehen. Ja, hier ist so ein Weg. Kann man von unten dahin? Nee. Ah, hier oben. Ja, ich brauche wieder mehr Aufwind, sonst klappt das nicht. So, jetzt aber, oder? Ja. Das war das Problem. Wundert mich schon. Ich habe das doch schon richtig gesehen von Anfang an. Gut. War schon verwundert. Mich stört das nicht, mit Personen hier erwähnen. Das Einzige, was ich nur nicht will, ist halt einfach, wenn man bei Rätseltipps gibt. Das ist alles. Wenn die andere Streamer und so erwähnt, ist mir das voll egal. Was soll denn jetzt passieren? Warum komme ich nicht mehr hoch? Ich krieg irgendwie keinen Aufwind mehr. Geht's denn hier irgendwie wieder raus? Ach so, hier geht's einfach wieder raus. Gut, von hier aus wäre es aber schwerer gewesen, reinzukommen, oder? Wobei, warte mal. Oder war, ist es jetzt erst eben aufgegangen? Weil sonst hätte man das so machen können. Und könnte da rein. Ja. So, okay, der letzte ist da hinten. Ah, okay, das müsste ja nicht so schwer sein. Ja, ich verstehe gar nicht, was daran so schlimm ist, wenn Leute über andere YouTuber oder Content Creator reden. Was soll jetzt sein? Nur weil jetzt einer erwähnt wird, laufen jetzt alle dahin oder was? Das ist totaler Quatsch. Das Einzige, was man höchstens doof wäre, wenn immer die ganze Zeit, wenn man halt Werbung extra macht, dass man die Leute dahin lockt. Das wäre was anderes. Das ist ja dann gezielt weglocken. Das wirkt ja schon assi. Ein bisschen. Okay, ich habe schon, mittlerweile habe ich die Map, ich habe das schon echt ein bisschen besser verstanden. Beim ersten Mal, muss ich sagen, habe ich da nicht so drauf geachtet. Aber ja, man erkennt die, ich gucke halt wirklich nur noch auf die Map, weil du hast ja keine Gegner, nix hier. Einfach nur die Map abfliegen, ist nicht so schwer. Man sieht halt, die blauen Sachen sind halt natürlich da, wo es einfach nur runter geht. Die dunkleren Sachen sind, muss ich mal kurz überlegen, was das dunklere nochmal ist. Das ist auf jeden Fall Plattform, wie man da unten sieht. Und das hellere sind auch Plattform, oder waren das Wege? Ne, hellere sind Wege. Das Schwarze sind Plattformen, das Hellere sind Wege. Du kannst dir ungefähr denken, wie du gehen musst, wenn du da den Weg siehst auf der Map. Man sieht, dass ich muss wahrscheinlich von da aus hier so lang, hier hin und dann von hier aus hier so rüber. Weil da ist jetzt eine Wand, das heißt, ich muss jetzt hier einmal außen rum gehen. Ja, das richtig verstehe. Falsch rum? Na, falsch rum. Da lang, genau. Da wundere ich nicht, dass ich auch so komisch fliege und nichts sehe. Ich gucke halt einfach nur auf die Map. Ich achte wirklich nur noch auf die Map. Und guck gar nicht, wie ich da wirklich. Manchmal gucke ich schon noch aufs Spiel, so ist es nicht. Meine Ausdauer geht auch langsam zur Neige, sehe ich. Aber wenn ich so falle, dann nicht. Okay, aber ich kann mir ja welche holen wieder hier. Weil ich das rede, ja, ich muss nämlich hier einmal jetzt lang. Oh, da und dann. Ah, das geht gar nicht. Hab mich doch vertan? Da muss ich. Ah, nee, da muss ich zurück und dann da lang. Okay, ich hab mich vertan. Hier lang, genau. Dann da runter. Upsala. Rips. Hier lang. Dann hier runter, richtig. Das wollte ich gar nicht. Hab ich jetzt eine Waffe weggeworfen, aus Versehen? War ich nur runtergehen. Dann da hoch, genau. Dann da rüber und bin da. Perfekt. Nee, ist nicht schwer. Wenn man wirklich mal die Karte einmal begriffen hat, wie man sie an, wie man da gucken muss, dann ist es einfach. Dann versteht man das schon. Warte, ich wechsle mal den Stream.
Die Leute haben Angst, dass die Leute abhauen. Ja, genau, weil ihr jetzt wahrscheinlich schreibt, ja, ich gucke Streamer XY gerne. Hauen plötzlich alle ab. Die hauen eher aus anderen Gründen ab, nicht deshalb. Entweder weil es langweilig ist oder so gerade. Oder die Bock auf einen anderen Stream haben. Aber nicht deshalb. Das wäre geil, Reese, ja. Aber habe ich überhaupt wirklich eine Waffe weggeworfen? Das wäre wirklich witzig. Dann fällt die Waffe runter, knallt gegen den Leuen und die Leune schießt nach oben. Weil die ihre Pfeile fliegen ja überall hin. So unlogisch halt. Verborgen im Herzen der Erde, beweise mir deinen Mut und wage den Sprung in die Tiefe. Nur dann wird sich dir der letzte Weg offenbaren. Eddie zeigt zu wenig Haut? Finde ich gar nicht. Runter. Full Speed. Es ist ja auch heute zu erwarten, dass Leute auf Twitch nur einem Streamer folgen. Ja. Full Speed, Misaki, moin und herzlichen Glückwunsch zur Partnerschaft. Habe ich gestern schon geschrieben, ich glaube, das hast du aber nicht gesehen, da war viel los. Oh, oh, oh. Warte mal, ist der Boss genau diesmal unter mir? Nee, der ist nochmal da unter, ne? Jep. Alles gut, da war viel los, ich hab's gesehen. Ich hab's hier gesehen. Man, wir können ja hier das Leuchtset mal anziehen. Da muss ich nicht die ganze Zeit die Dinger wegschmeißen, aber ich habe echt viele davon, ne? So viel bringt das Leuchtset auch gar nicht unbedingt. Ah, hier geht's weiter runter. Ist das der Weg? Ah, hier ist eine Truhe. Okay, ich wollte eigentlich zum Boss. Delta-Krieger-Klinge. Oh, das ist, sieht aber schick aus. Strong. Sehr strong, das Ganze. Nein, eigentlich bin ich sehr entspannt, was alles betrifft, was Streaming ist. Ich mache nur meine Rätsel gerne alleine. Das ist alles. Dafür spiele ich halt Zelda. Und das finde ich mal schade, wenn man mir dann sagt, wie Rätsel es XY geht. Dass man mir jetzt gesagt hat, zum Beispiel, dass ich anscheinend nicht alle Wursten habe, finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil ich das so oder so bald gefragt hätte wahrscheinlich. Weil ich es nicht wusste. Ich wusste nicht, wie viele es gibt. Ich habe halt keine mehr gesehen. Von daher alles gut. Das ist nicht so schlimm. Es geht mir nur um Rätsel. Ich will nur nicht wissen, wie die Rätsel gehen. Ja, ist auch immer derselbe Ablauf, ja. Hau drauf. Okay, nochmal. Ah, er hat jetzt aber eine eklige Stelle da, ne? Also, sollte ich alles einzeln wegziehen, damit ich das machen kann? Jetzt hat er natürlich gewechselt. Weiß gar nicht, ob wir die anderen Sachen wieder zusammen... Oh nein, zusammenpacken nach der Zeit. Ich habe noch nie so viele wegnehmen müssen. Also komme ich da mal besser ran, oder? Ah, hat auch so funktioniert. Hö, wo ist er denn? Hallo? Da. Gleich mal die neue Waffe benutzen. Oh, oh, oh. Ey, diese Blöckchen wie Eiswürfel rollen die da lang. Schön. Oder Leute, ich gehe zu XY, das Spiel sagt mir hier nichts zu. Geh doch einfach. Ja, das finde ich auch mal sehr... Oh, guck mal, halte ich ihn so an? Ich glaube ja. Ich finde, das finde ich auch mal sehr unverschämt, dem Streamer gegenüber. Extra zu sagen, ja, ich gehe jetzt, weil du spielst nicht das, was ich sehen will. Gehe ich lieber zum anderen Streamer. Kann ich auch sagen, guckt, ihr müsst jedes Spiel hier gucken. Egal, ob es euch gefällt oder nicht. Ihr dürft auch andere Sachen hier gucken als Zelda. Aber wenn die Leute das nicht wollen, dann ist es halt so. Kann ich da nichts machen. Passiert öfter, als man denkt. Bei mir nicht unbedingt. Bei mir jetzt in meinem Stream nicht, aber vielleicht bin ich dafür auch, ist der Stream zu klein dafür, dass die Chance zu niedrig ist, dass das jemand sagt. Bei größeren Streamern kann ich mir das vorstellen, ja. Amigo, das habe ich schon die ganze Zeit so gemacht. Hast du wahrscheinlich noch gar nicht mitgekriegt, wa? Ich gehe jetzt zu Zelda. Zu Zelda, der Stream wenigstens Edel. Nein, ich gehe zu Edel, der Stream wenigstens Zelda. Ich gehe mit. Ja, geht mal alle weg. Geht mal zu dem anderen Aethan
Ethan TV. Etten. Oder wie Densen mich genannt, Etten. Etten ist aber auch noch okay. Finde ich ganz gut eigentlich den Namen. Etten. Ich gehe jetzt zu Zelda und guck Edel. Nee, der spielt Edel, so. Ey, ey. Eddie. Unheilsreiter. Ja gut, okay, das geht mir auch schon. So, jetzt muss ich noch die Wurzeln finden. Die Wurzeln allen Übels. Aber wir sind ja schon im Untergrund. Warte mal, kommt man vielleicht anders zur Wurzel? Ich habe mich vertan. Nee, hier ist die muss hier oben irgendwo sein. Einfach mit einem Deckenjump. Einfach zu Miyazaki, die mal besser, die mal schönere Waifus. Ja, ist auch nicht schwer, dass man schönere Waifus mehr malt als meine. Wenn ich mal gar keine.